Ja, liebe Gabi, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei uns bist und dass wir uns über wirklich wichtige anstehende Fragen zum Bildungsmanagement jetzt unterhalten können. Und ich mache einen ganz radikalen Einstieg und sage gleich mal zu Beginn, ein bisschen provokant, jetzt ist es soweit, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir brauchen wirklich einen Paradigmenwechsel in den Bildungseinrichtungen, weil sich jetzt einfach sehr, sehr viel verändert hat. Also die Ausgangssituation ist anders als noch vor ein paar Jahren. Die Teilnehmenden wollen jetzt flexibel sein, sie wollen kurzfristig buchen oder auch absagen, sie wollen anlassbezogen lernen. Manche bevorzugen die Online-Form, aber viele andere auch die Präsenzform. Und dieser ganze Flexibilisierungsanspruch, der passt mit den aktuellen Prozessen und Geschäftsmodellen in den Bildungseinrichtungen nicht gut zusammen, oder? Genau, der passt eigentlich nicht mehr zusammen, weil sich das Lernverhalten der Erwachsenen verändert hat. Und wir im Bildungsmanagement müssen uns da jetzt anpassen. Momentan werden Bildungsveranstaltungen eher langfristig geplant und verkauft. Also das Programm entsteht oft ein halbes Jahr im Voraus oder sogar ein Jahr im Voraus. Und die Kurse haben einen bestimmten Termin und einen bestimmten Inhalt, der dann live dargeboten wird und an einem bestimmten Ort, also Präsenz oder auch online. Und wenn die Teilnehmenden dann etwas anderes wollen oder kurzfristig was anfragen oder sogar sich kurzfristig wieder abmelden, dann stört es die Prozesse im Bildungsmanagement und in den Bildungseinrichtungen. Und auf diese Weise kann man aber dann viele Lernwünsche nicht erfüllen. Und ich würde daher gerne einen Perspektivenwechsel empfehlen, und zwar weg von der Produktperspektive hin zu einer Bildungsprozessperspektive. Bildungsprozessperspektive, das ist ein gutes Stichwort, ja, genau. Also es geht um Bildungsprozesse und ich muss dafür jetzt eben auf Kundenwünsche flexibel eingehen. Und jetzt frage ich mich aus Bildungsmanagement-Sicht, wie mache ich denn das? Ja? Also ich brauche dafür ja eigentlich Content, den ich vorbereitet habe, den ich sozusagen in der Schublade habe und Personen, die dann sehr rasch mit Gruppen arbeiten können. Also das heißt, das ist wahrscheinlich aus Managementsicht eine Frage der Vorratshaltung. Ja? Ich denke, ich muss wohl Lerninhalte kurzfristig auf Vorrat produzieren und dann habe ich sie dann, wenn sie gebraucht werden und am besten sogar noch skalierbar. Ja, also Vorratshaltung ist ein sehr treffender Begriff dafür. Also das können dann kleine Lernvideos sein oder themenspezifische Lernwebsites oder andere kleine Lernbausteine, also bis hin zu Online-Kursen oder Beiträge für MOOCs, also wie beim EBMOOC. Und man muss die auch nicht unbedingt jetzt selber produzieren, sondern man kann sie dann durchaus zu bestimmten Themenschwerpunkten sammeln. Und wenn es offene Bildungsressourcen dazu gibt und ja, und da gibt es immer mehr. Offene Bildungsressourcen sind da wirklich auch ganz wesentlich, dass man die immer mitbedenkt als Möglichkeit. Gell? Ja, ich stelle mir jetzt vor, ich habe in meiner Bildungseinrichtung jetzt für spezifische Themen, die ich in meinem Programm habe, solche Lernbausteine vorrätig und vielleicht bin ich auch noch mit ein paar anderen Einrichtungen vernetzt, wo wir uns gegenseitig Zugriff geben auf unsere Lernbausteine. Und jetzt kommt der Interessent oder Interessentin zu mir mit einem kurzfristigen Lernwunsch. Dann kann ich eigentlich sagen, ja fein, dafür haben wir was im Angebot und das ist blended und bitte hier ist der Online-Teil und starten Sie doch eigentlich schon mal mit dem Online-Teil. Und auf die Weise kann ich den Teilnehmenden einen flexiblen Einstieg anbieten, einen laufenden Einstieg, wenn sie das wollen. Es könnte natürlich jetzt auch sein, dass gleich eine kleine Gruppe kommt mit dem speziellen Lernwunsch und vielleicht noch mit dem spezifischen Wunsch, wann da etwas stattfinden sollte, kurzfristig. Und mit dieser Gruppe will ich dann vielleicht kurzfristig synchron starten, also im Präsenz oder im Synchron online. Und wie mache ich denn das jetzt? Brauche ich da jetzt einen Fachtrainer oder eine Fachtrainerin ganz kurzfristig? Also nicht unbedingt. Es gibt ja schon bereits eine gute Vorratshaltung. Also die eigentlichen Inhalte, die sind ja digital schon vorhanden und aufbereitet. Und wenn wir jetzt an Themen denken, bei denen es um den Austausch geht, um die Zusammenarbeit in der Gruppe und wo man Inhalte gemeinsam vertieft oder diskutieren möchte, dafür braucht es dann eine gute Lernbegleitung, also einen Lernbegleiter oder eine Lernbegleiterin. Und diese Person kommt dann mit vielen unterschiedlichen Themen zurecht, wenn sie ihren Job gut beherrscht. Und sie unterstützt dann die Gruppe beim Selbstständiglernen und fördert auch den Austausch untereinander.
Wenn es dann stark ins Fachspezifische hineingeht, dann ist es wahrscheinlich notwendig, dass diese Lernbegleiterin auch Fachexperte oder Expertin ist. Und in diesem Fall braucht es dann schon spezielle Trainer oder Trainerinnen. Aber davon abgesehen, macht die Vorratshaltung eigentlich schon recht unabhängig. Ja. Also genauso kann man sich das wirklich kurzfristig vorstellen. Gell? Also man hat Lernbausteine, Lernbegleiterinnen und nur für spezifische Fälle dann Fachtrainer und Fachtrainerinnen. Da kann ich kurzfristig was anbieten. Aber das ist halt schon ein echter Paradigmenwechsel. Mhm. Ne? Der betrifft das ganze Bildungsmanagement. Da haben wir jetzt auch Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen in komplett neuen Rollen. Ja? Wir haben einerseits eben diese Fachexpertinnen, die auch die Lernbausteine produzieren. Ja? Videos, Websites, Online-Kurse. Andererseits gibt es für die Live-Arbeit dann wirklich eben Lernbegleiterinnen, die gar nicht inhaltlich so vertieft sind ins Fach, aber die eben diese Expertise haben für die Moderation und für die Begleitung des Lernens. Da braucht es neue Jobprofile eigentlich, gell? Und es braucht auch eine neue Vertragsgestaltung. Gell? Ja, also neue Vertragsgestaltung, die braucht es ganz sicher. Und wir brauchen in den gesamten Bildungseinrichtungen vor allem neue Prozesse, die dann noch stärker auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen. Und dabei müssen sich auch Geschäftsmodelle verändern. Lernbausteine produziert man ja im Voraus und die müssen im Voraus finanziert werden und sie refinanzieren sich dann erst später. Also das entspricht eher einem Finanzierungsmodell wie bei einem Verlag. Und das braucht wahrscheinlich ein bisschen ein mutigeres Vorgehen. Das sind wir in der Erwachsenenbildung vielleicht nicht ganz so gewohnt. Und wahrscheinlich kann man das aber Risiko ja mal angehen, indem dass man eben ja, auf offene Lernressourcen zurückgreift. Ja genau, also man kann ja anfangs offene Bildungsressourcen verwenden und die mit einfachen Mitteln zusammenstellen, zum Beispiel auf einer kleinen Kursumgebung online. Also das kann ja in der einfachsten Form sogar ein Padlet sein. Ja. Und dann muss man nicht so viel vorfinanzieren und es ist weniger riskant. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass man sich in Netzwerken mit anderen Einrichtungen zusammentut und sich die Themen aufteilt, zu denen man selber offene Ressourcen oder Lernbausteine produziert. Es kann ja auch so sein, dass man sich einfach als Verband die Standorte aufteilt und je nach Standort sich auf spezifische Themen fokussiert und diese vorbereitet. Und wenn zum Beispiel die Einrichtung A das Thema 1 aufbereitet und die Einrichtung B das Thema 2 aufbereitet mit eigenen Lernbausteinen und wenn dann halt in der Einrichtung A das Thema 2 angefragt wird, na, dann darf sie halt die Lernbausteine von Einrichtung B nutzen und umgekehrt genauso. Und vielleicht kann man sich auch einmal Online-Referenten oder Referentinnen gegenseitig ausleihen. Ja, und mit dieser Art von Angeboten macht die Erwachsenenbildung ja schon sehr viel mehr als YouTube. Sie bietet nämlich Diskursräume an, sie bietet Lernräume an zu verschiedenen Themen und sie hat dafür einen kuratierten, qualitätsgesicherten Content, mit dem man sich nicht alleine auseinandersetzen muss, sondern den man gemeinsam vertiefen kann. Und das ist ja ein wichtiges Motiv von Teilnehmenden in der Erwachsenenbildung, nicht alleine zu lernen. Spannend, aber setzt das eigentlich schon jemand um? Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort ist ja. Also das wird schon in unterschiedlichen Formen auch umgesetzt. Zum Beispiel macht die Wiener Schule für TCM, traditionelle chinesische Medizin, einen Lehrgang Basiswissen TCM mit individuellem Start. Da funktioniert das genauso. Oder das Führungskräfteprogramm von 122 Weiterbildung, das funktioniert auch genauso. Da gibt es in beiden Fällen Online-Lernbausteine, die sind vorproduziert, die sind dann mit den Kursen refinanzierbar und die werden halt dann angeboten, wenn jemand einsteigen will, mit flexiblem Einstieg. Oder was mir noch dazu einfällt, ist Neukurs. Da gibt es ja schon seit langem reine Online-Lernbausteine, die werden eben einfach nur für zahlende Kunden und Kundinnen zur Verfügung gestellt und dann freigeschaltet, wenn es jemand nutzen möchte. Ja? Oder die Nele Hirsch, die wir ja beide gut kennen, ja? Die viele Online-Lernbausteine komplett frei und offen mit allen teilt. Und das ist natürlich eine hervorragende Werbung und zieht neue Kunden und Kundinnen an. Also es funktioniert bereits und durchaus in unterschiedlichen Varianten. Das klingt wirklich voll spannend. Und das ist ganz was anderes als die klassische Erwachsenenbildung, die wir kennen. Dafür braucht es aber wahrscheinlich mehr SÖS-Denken und nicht Veranstaltungsdenken. Und es braucht in der Verwaltung und Organisation andere Prozesse.
Man kann dann auf kurzfristige Wünsche der Bildungsinteressierten viel leichter eingehen. Man hat dafür aber auch völlig neue Rollen und damit wahrscheinlich auch andere Verträge. Ja, und diese Rollen sind doch recht differenziert. Ja? Also wenn man genau hinschaut, die Lernbegleitung muss ja nicht nur in Präsenz möglich sein, sondern auch online, vielleicht sogar hybrid, ja? Um die Ortswünsche zu erfüllen. Und Hybridmoderation funktioniert sehr unterschiedlich, je nach tontechnischer oder eigentlich audiovisueller Ausstattung der Räume. Das braucht Know-how. Dann braucht man Content-Produzenten, Produzentinnen, also die Fachexpertinnen, die fachlich gut sind, die Online-Lerninhalte didaktisch und technisch gut gestalten können und die dann auch noch bereit sind, die Verwertungsrechte für ihre Produkte freizugeben oder abzugeben an den Auftraggeber. Das muss in die Verträge rein. Also ganz trivial ist es nicht. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt unsere Kolleginnen in der Erwachsenenbildung da nicht zu sehr verunsichern oder zu sehr verstören. Ich stelle mir dann schon die Frage, muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein, dass wir als Bildungseinrichtungen diesen Anspruch mitmachen, dass alles jetzt flexibilisiert ist? Ja, gute Frage, ja. Also müssen ist natürlich ein starkes Wort, was muss man schon? Man kann es erstens mal schrittweise angehen, ja. Und zweitens denke ich, wichtig ist, dass man immer so diese Hintergrundüberlegung, dieses Bewusstsein mitlaufen lässt. Das Internet ist ein Meer an Möglichkeiten für alle, die schnell was lernen wollen. Ja. Es gibt YouTube, es gibt MOOCs, es gibt Coursera, es gibt KI-Chatbots, die mit Suchmaschinen verknüpft sind. Ja. Das sollte man uns halt immer bewusst machen, ja, wenn wir Programm planen oder wenn wir Formate planen. Natürlich muss man nicht unbedingt, aber man muss überlegen, was hat denn die traditionelle Erwachsenenbildung anzubieten. Ja? Sie hat ein Qualitätsversprechen, sie hat einen persönlichen Austausch und in manchen Fällen hat sie Zertifikate. Aber alles andere findet man halt auch im Meer der Möglichkeiten im Internet. Also in Summe würde ich sagen, wir müssen nicht, aber es wäre schon wirklich eine sehr gute Idee.